Ihr werdet es nicht glauben, wir sind auf der Messe Friedrichshafen. Ich bin gerade angekommen, aufgebaut. Das sieht man beim Gottfried im Livestream. Und jetzt machen wir mal eine schnelle Tour hier. Da fragt man sich immer, wo die ganze Varroa-Plage herkommt, diese Reh-Invasionen. Ist wirklich schlimm. Also hier wird unter der Hand wird hier mit Varroen gehandelt. Also ist wirklich, ja, mit absoluten Monstern. Ja. Und da fragt man sich, warum das mit der Varroa immer schlimmer wird. Ja. Also, ist wirklich Wahnsinn. Also die Ersten haben hier wirklich am... Schauen wir mal darüber. Wichtig ist ja, ich habe ja dieses Jahr erstmalig auch was hier, wo ich persönlich interessiert bin. Was heißt persönlich? Ich bin einfach gespannt, wie es ankommt, ja, das Ganze. Oh, da vorne ist er schon. Ganz da vorne. So, jetzt sind wir da. Ich habe mein Mikro schon am Start, dass er gar nicht groß auskommt. Guten Morgen. Was los? Hey, du bist auch du nimmst auch bei mir ab. Bist du im Sportlertrip oder so? Nee. einfach. Ist ja, ja Wahnsinn. Ja. Nee. Hallo, guten Morgen. Und alles klar? Ja, ja, gerade habe ich aufgebaut. Ja. Und ich habe Gottfried schon draußen gesehen. Da ist er um die Hallen gekreist, der Zeit nicht reinkommen. Ne? Schon. Der streamt schon seit einer Stunde oder so. Also, Wahnsinn. Ja. Ich sehe also meine Zarge. Ich denke, wir haben euch andersrum aufgebaut. Hast du schon mir ist aufgefallen, ja. Weil durch den Stromkasten und so weiter. Guck da. Ah. Jetzt müssen wir mal schnell hier raus vor die Tür. Mal gucken, was da schon los ist. Wir haben auch eine ganz wichtige Mission. Wir müssen für einen Herrn Tumpfinger einen Bienenbaum brauchen. Wir. Müssen wir unbedingt besorgen. Aber der Herr Jesch, die haben ja offiziell, ist ja noch nicht offen. Deswegen von dem her, da müssen wir später nochmal her. Und für den Herrn Tumpfinger seinen Bienenbaum holen. So, Chefin, jetzt probieren wir es nochmal. Probieren wir nochmal, genau. Weil die haben. Ich darf rein. Jetzt sind sie auch abgebiet. Ja? Ja, weil es muss alles eine Richtigkeit haben. Wer darf natürlich auch nicht fehlen? Guten Morgen. Gut? Gut? Ihr seid noch am Aufbauen? Der Kim schläft noch wahrscheinlich. Kim, also nur, ja. Jetzt aber. Bist du gewachsen? Ich wachse jedes Jahr. Ich werde auf dem Bildteil gut gefüttert. Naja, Zugnummer hat er schon ein bisschen. Ja. Ich muss ja auch noch ein bisschen aufbauen. Ja. Dann kommt der später eh wieder vorbei, ne? Ja, natürlich. Robert, und da. Robert, du hast nicht so viel versprochen. Schaut euch mal das an. Guten Morgen. Ja. Das ist ja mal schick. Schön, oder? Eieiei. Und diese mobile Blumenbaum. Das ist was. Also, jetzt, wenn wir hier schon da sind und es sind noch nicht so viele Leute da, hätte ich jetzt vorgeschlagen, ich schnapp mal den Chef gleich hier. Und weil das interessiert mich extrem. Ja? Vor allem, es gibt da Bausätze. Ha, Aufnahme läuft. Immer diese Technik. Ja? Danke, dass du Zeit für mich nimmst. Auf jeden Fall. Ich habe meine jetzt ja gleich weggecached, jetzt ist es noch nicht so voll. Jetzt ist das eigentlich. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich habe ja im Vorfeld schon recherchiert und da stehst du auch auf meiner Liste. Ja. Also bei den ganz wichtigen Dingen. Ich bin absoluter Technik-Fan. Die, wo meinen Kanal ja sehen, die wissen es. Ja. Und ist schon cool. Und ich habe gesehen, du bietest da Bausätze sogar. Genau. Wir bieten die Elektronik an, also alles vom Münzprüfer mit Display, mit allen Knöpfen, mit den Magnetschlössern als Plug-and-Play-Bausatz. Ja? Dass halt jeder, der von Elektronik wenig Ahnung hat, das Ding auch zusammengebaut kriegt. Ja? Ist es das so vom Bausatz her, weil ich sehe ja hier, ihr habt ja ein richtiges Metallgehäuse jetzt hier und da ja auch. Genau. Ja? Ist beim Bausatz das Gehäuse mit dabei, oder baut man das selbst? Das Gehäuse baut man komplett selber. Also man könnte theoretisch sie irgendeinen Schrank nehmen, genau. Ganz primitiv, grob gesagt, und das da alles einbaut. Genau. Ja? Kannst du entweder nimmst du vorne den Schrank oder baust dir dein Schränkchen selber, so wie du es haben willst. Ich finde jetzt mal wirklich crazy. Ich filme jetzt mal mit der hier, dann brauche ich nicht umstellen. Du kannst hier kontaktlos, also per Karte zahlen. Ja. Sieht da richtig. Dann Münzen. Münzen.
Du kannst Scheine reingeben. Scheine. Und dann gibt es noch eine kleine Neuigkeit. Ja. Das ist dieses hier. Das ist eine Erweiterung. Damit können wir mittlerweile auch ein bisschen Telemetrie machen. Ja. Der Automat kann dir eine SMS schicken, wenn zum Beispiel nur noch 3 Gläser drin sind. Ach so, wenn leer ist oder so. Genau. Und damit kann man sogar PayPal empfangen. Ah, okay. Ja? Das ist so. Wie läuft das jetzt prinzipiell ab? Also der Kunde kommt, zahlt logischerweise. Genau. Wählt dann sein Fach aus oder? Ja, wie geht, wenn immer. Wir probieren mal. Ich zeig dir das mal. Ich sehe, er schaltet auch auf dunkler, er leuchtet nicht immer. Er geht auf Standby, genau. Ah, okay, das ist gut. Ja, das ist, ich muss das bei dem abschalten, da gibt es so ein paar. Ich programmiere den mal eben um, weil sonst müsste du. Du bist etwas zu früh. Macht nichts, ne, ist überhaupt keine Dramatik. Ne? Genau, auch alle Funktionalitäten, die wir brauchen. Ich fahr mal näher her. Mit meinem Wägelchen. Ja? Ich bin ja auch Technik-Fan. Habe auch Technik dabei, so würde ich sagen. Ja, so also ein bisschen, ne? Bisschen. Dein Rollerwagen. Genau, alle Programmierungen können wir nämlich am Automat machen. Also man bräuchte jetzt auch, wenn man jetzt die Preise ändern will von Produkten, braucht man keinen PC. Nein, unbedingt. Ich habe jetzt hier auf den Programmierknopf gedrückt in der versteckten Tür. Ja. Drück jetzt hier mal die 100 und die Raute. Und jetzt habe ich den Fachpreis von der 1 auf 1 Euro gestellt. Jetzt kann ich den Fachpreis 2, sagt er mir hier Fach 2, sage ich auch 100 Raute. Und jetzt kostet das Fach auch nur noch. Ach, die Raute nicht mehr. Auch nur 1 Euro. Also man kann im Prinzip, man könnte jetzt, also wäre es möglich, dass man jetzt mit dem Set sich sowas baut, ohne dass man Computer anschließt? Ja. Echt jetzt? Ja. Das ist nämlich interessant. Das genau. Ist, weil viele haben ja da wirklich, ich habe ja auch schon sowas gebaut und ich habe ja Programmierkenntnisse ein bisschen, aber es ist halt schon immer, bis man sich reinfuchst, wenn man das halt sehr selten macht. Ja. Das ist oft ein, da ist natürlich das, das ist eigentlich schon genial. Wie viele Fächer kann man da so in Reihe oder kann man das erweitern? Oder? Wir können bis 15 Fächer. Also ich könnte mir jetzt theoretisch das Grundset, was beinhaltet das? Das Grundset beinhaltet 5 für die, von den Türschlössern. Okay. Dann 7 von den Tastern, die man braucht halt. Das ist hier die Version mit dem, also von den anderen Modulen. Ja, ja. Ein Münzzähler, das Display und die Steuereinheit. Okay. Ne? Also eigentlich alles, was man an Elektronik braucht, da sind die Kabel alle bei. Schlimme. Genau, da ist eigentlich alles. Und alles bei. Erweitert, jetzt hat angenommen, ich kaufe das Grundsatz und ich würde jetzt gern sowas so dran haben. Genau. Einfach nur, weil es schon einfach genial dann ausschaut. Ja? Muss man das Gerät haben und schließt 3 Drähtchen an, mehr ist es wirklich nicht. Ja? Steckt hinten noch einen kleinen Jumper drauf und dann weiß die Elektronik, ey, ich habe jetzt ein Kartenzahlgerät und schon läuft das Spiel. Genauso geht es auch mit dem Kartenzahler, mit dem Scheinleser. Ja. Den stecke ich ein Flachbandkabel an und definiere mit Jumpern, welche Scheine er akzeptieren soll. Ob er nur einen 5er nehmen soll oder auch einen 10er oder einen 20er. Wechseln tut er aber nicht, oder? Wechseln tut er nicht. Ja, gut. Genau. Und jetzt habe ich den hier, ja, während wir gequatscht haben, umprogrammiert. Ja. Und jetzt kann ich hier einfach mal meinen Euro reinschmeißen und sage, ich möchte jetzt Fach 1, möchte die Kerze kaufen. Und zack, ist die Tür offen. So, jetzt kommt der nächste Kunde. Ist jetzt ja leer. Ja? Schmeißt wieder sein Geld rein. Jetzt hoffe ich, das geht. Jetzt sagt er leider leer. Sucht ja dann. Bitte neu wählen. Okay. So, und jetzt kommst du als Imker, willst das Ding ja wieder nachfüllen. Das Fach wissen wir ja gerade ist leer. Ja? Jetzt brauche ich nur einen Knopf drücken. Und jetzt öffnet er mir alle verkauften. Ah, die, wo schon verkauft sind. Verkauft den, öffnet den nach. Du brauchst nicht lange rummachen. Stellst es nach und fertig. Das ist schon cool. Genau. Ich nehme mir da so einen Flyer mit, ich habe den da entdeckt. Auf jeden Fall. Ja, der ist jetzt, der ist dumm versteckt da, ne? Das muss ich gleich ändern. Ja? Ich sehe alles. Ja, aber das ist wirklich, das ist genial. Das schreit fast nach einem Bastelvideo. Ja. Ich ziehe weiter. Bau dir ein Automat. Ja, es ist schon. Also vor allem das Problem, was ich ja immer sehe, ich habe ja genügend so Anleitungen schon gemacht mittlerweile, per Video. Wenn du dann verschiedene PCs hast und du brauchst es, dann wird es halt schon kompliziert. Genau. Wenn es jetzt einfach nur um mal nach Zahlen geht, sage ich, also Kabel zusammenstecken, Kabel, das wirklich. Ist kein Problem. Wir sprechen wirklich nur von Kabelstecken. Nur es ist halt wirklich ein Problem für viele, weil viele halt unterschiedliche PCs haben. Dann geht nicht immer das Kabel, was dazu ist. Dann gibt es Kabel, die sind nur für Strom und keine Daten. Und das sind so kleine Hürden, wo halt dann einen ein bisschen die Freude nimmt. Ja. Und wenn ich sage,
Ich habe so ein Plug and Play, ja, ich kann mir das bauen. Genau. Ich kann mir das, also egal was ja, ist ja dann im Prinzip völlig egal, und ich stecke die Sachen nur noch dran, dann ist das schon ein anderes Level, muss man auch ganz ehrlich sagen. Das ist genau. Also das ist, sagen wir mal, wie ein Lego-Kasten, ne? Boah, Schatz. Ja, ich muss jetzt, weil sonst, ich zieh weiter. Tschüss. Der ist nicht isoliert. Nein.